Herr Abgeordneter Daniel Reu, AfD, Wahlfälschungsskandal in Stendal. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Anfrage zum Wahlfälschungsskandal in Stendal. Der Wahlfälschungsskandal bei der Stadtratswahl 2014 in Stendal hat längst über die Grenzen des Landes Sachsen-Anhalts hinaus für Aufsehen gesorgt und unsere demokratischen Grundwerte zutiefst erschüttert. Nachdem die Verwaltung vor Ort es zunächst ablehnte, die Wahl zu wiederholen, wurde noch im Jahr 2014 die Briefwahl wiederholt. Da es auch hier Vorkommnisse gab, die kein gutes Licht auf unsere Demokratie werfen und keine Rechtmäßigkeit gegeben war, musste schließlich die gesamte Stadtratswahl wiederholt werden. Der Wahlfälschungsskandal beschäftigte jüngst auch den Innenausschuss des Landtages. Geladene Vertreter erschienen nicht. Und im Zuge der Ermittlungen zum Wahlfälschungsskandal wurde öffentlich bekannt, dass es bereits vor der Kommunalwahl 2014 zu Fälschungen gekommen sein könnte, da beispielsweise bei der Hausdurchsuchung eines ehemaligen CDU-Stadtrates entsprechende Wahlscheine aus 2009 gefunden wurden. Zeugen bestätigen außerdem, dass es Wahlfälschungen schon bei früheren Wahlen gegeben habe und sprechen von einem organisierten Betrug. Bis heute wurden die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen. Ich frage die Landesregierung: Erstens, liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, dass bereits bei der Kommunalwahl 2009 und bei der Landratswahl 2012 in Stendal Stimmen manipuliert wurden? Zweitens, wie sanktioniert die Landesregierung die den Wahlbetrug begünstigenden Verfehlungen, die offenbar in der Stadtverwaltung Stendal von 2009 bis 2014 begangen wurden? Vielen Dank. Für die Landesregierung antwortet Herr Minister für Inneres und Sport, Holger Stahlknecht. Herr Minister, Sie haben das Wort. Genau, Sigi. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beantworte die Fragen des Abgeordneten Daniel Reu im Namen der Landesregierung wie folgt. Zu Ihrer ersten Frage: Nein, weder die Landesregierung noch die Landeswahlleiterin haben nach hiesiger Aktenlage Erkenntnisse über Wahlmanipulationen bei der Kommunalwahl 2009 oder bei der Landratswahl 2012 in Stendal. Zu Ihrer zweiten Frage: Die sogenannte Viererregelung, nach der eine bevollmächtigte Person nicht mehr als 4 Wahlberechtigte vertreten darf, wurde erst mit der Änderung der Kommunalwahlordnung im Dezember 2013 eingeführt und musste erstmalig zur Kommunalwahl im Mai 2014 beachtet werden. Zuvor gab es keine entsprechende Begrenzung im Kommunalwahlrecht. Die Nichtbeachtung der sogenannten Viererregelung durch die Stadt Stendal bei der Kommunalwahl 2014 ist zweifelsfrei ein Verfahrensverstoß. Dieser Verfahrensfehler ist jedoch nicht ursächlich für Wahlmanipulationen und auch nicht strafbewehrt. Als sogenannte in Anführungsstrichen Sanktionsmöglichkeiten bei fehlerhaftem Verwaltungshandeln sieht das Wahlrecht nur die Abberufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters im Falle des Auftretens von erheblichen Missständen vor. Unabhängig davon obliegt es der kommunalen Vertretung, zu jeder Zeit einen Wahlleiter abzuberufen. Personalrechtliche Befugnisse gegenüber den sonstigen Beschäftigten der Kommune obliegen dem Bürgermeister der Hansestadt Stendal als Dienstvorgesetzten. Herr Minister, Herr Reu hat noch eine Frage. Herr Minister, vielen Dank für die Beantwortung. Frage 2 ist klar beantwortet worden. Frage 1, da haben Sie nur gesagt: Nein. Nun ist es so, dass am Dienstag, diesen Dienstag, 28.02., ein umfangreicher Artikel erschienen ist in der Volksstimme. Als ich die Anfrage im Übrigen abgeschickt habe, habe ich das nicht gewusst, dass dieser kommt. Also sehr interessant. Auf jeden Fall ist dort die Rede von auffällig hohen Briefwahlergebnissen. Wenn man das nachprüft, sieht man das ähnlich 2009 und auch 2012. Entsprechend hohe Briefwahlergebnisse für bestimmte Kandidaten festzustellen sind, wie es eben auch 2014 der Fall war. Und nur dadurch ist ja dann letztlich auch jemand auf die Idee gekommen, da mal nachzuforschen. Und deshalb jetzt auch die Frage, ich meine, Sie lesen ja auch die Zeitung, Sie haben es ja schon mal hier als Verschwörungstheorie bezeichnet, was in der Volksstimme stand. Ich frage Sie daher jetzt hier ganz konkret: Halten Sie es für notwendig, aufgrund der Vorgänge 2009 und 2012, also der nun öffentlich bekannten Äußerungen von Zeugen, dass hier Ermittlungen geführt werden? Im Fall von 2012 ist die Verjährung noch nicht eingetreten. Und deshalb frage ich Sie als Innenminister,
ob da nicht mal langsam es Not tut, auch in diesen Fällen zu ermitteln. Herr Minister, Sie haben das Wort. Den Anfangsverdacht einer Straftat nach § 152 der Strafprozessordnung prüft die Staatsanwaltschaft und nicht der Innenminister.